tatsächlich falsch reingesteckt. Aber die kriegt man ganz gut mit so einem Benzinschlauch raus. So, versuchen wir es nochmal. So. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Widerstand, ne? So. Ja, war anders geplant. Aber ist eben live. Die hat, glaube ich, ein bisschen mehr Watt als die. Könnte man jetzt noch angleichen. Machen wir aber nicht. Wie viel hat der denn? Der hat so viel. Ja, das ist in Ordnung. Gut. Ja, damit herzlich willkommen zurück. Nummer 55. Erstmal die Leihgabe wieder eingebaut. Ja, damit hat man auch einmal gezeigt, wie man hier ganz gut diese Birnen rausfischen kann, ohne da eine Schnabelzange zu nehmen oder eine Spitzzange zu nehmen. Und das ist ja so ein, was ist das denn? Also 4 mm, 3,5 mm Benzinschlauch. Ja, damit funktioniert das ganz gut. So, mein Plan für heute. Ich möchte Folgendes machen am Intrag. Einmal die Kupplungen einstellen, also die Hebelwege, dass die zumindest so ein bisschen den Sollwerten entsprechen. Zapfwellenkupplung vorne, hinten und ja, die Fahrkupplung. Da suche ich mir jetzt nochmal eben schnell die Werte raus und dann werde ich, wenn das soweit passt, mal eben schon mal Pluskabel zum Anlasser verlegen. Das ist angekommen. Das ist wieder so dunkel hier unten drunter. Ne? Also ich werde da gleich mal Licht vorbereiten. Dass wir da mal wieder einen Riemen auf die Orgel kriegen, sprich den vielleicht dieses Jahr noch mal laufen lassen können. Und ja, ich würde sagen, wenn es interessant wird, dann schalte ich wieder ein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten hinbekommen. Für die Frontzapfwelle soll ich 23 mm Totgang haben. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir das hier freihändig am besten hinbekommen. Oh, irgendwie so, ne? So, und da muss ich jetzt mal gucken, wie ich mir das am besten zurechtlege oder zurechtlüge, und dass man das auch einigermaßen. Okay, also wir sind hier rückseitig irgendwo was bei 70, also hier an der Stelle 70, 80, 90. Okay, also den kann ich noch ein bisschen lockerer stellen. Der hat jetzt 15 mm. So, eingestellt wird es natürlich hier unten, wo man so gut rankommt. An dem Hebel. So, den werde ich jetzt mal ein bisschen verdrehen. An der Stelle, dann kann man sich hier schon mal gucken. Heckzapfwelle soll 27 mm Totgang haben. Wir sind jetzt bei 60 oder bei 6. 10, 20, 30, 40. Ja, also da kann man noch ein bisschen drehen,
und Fahrkupplung machen wir dann gleich. So, ich habe das jetzt mal ein bisschen anders hier aufgebaut. Also ich orientiere mich jetzt hier unten an der 10. Ah, das ist GoPro. Also vordere Kante 10, 11, 12, 12,3 circa. So, das Ganze habe ich dann eingestellt an dem Schloss. Moment. An diesem Schloss. Das habe ich jetzt ein bisschen länger gedreht, Mutter gekontert. So, und dann sollte das Ganze eigentlich auch funktionieren. So, das gleiche Spiel mache ich jetzt nochmal für die Heckzapfwelle. Da habe ich ja zu viel Weg. Dementsprechend werde ich wahrscheinlich das Ganze etwas enger drehen müssen. Und hier komme ich natürlich jetzt mit meinem Ganzen nicht so hin. Ja, das werde ich jetzt mal irgendwie aufbauen, irgendwie gucken. Und ja, ich zeige schon mal, wo ich es einstelle. Das ist hier unter der Lichtmaschine. Moment, machen wir das mal hier ein bisschen so. Also dieses Schloss hier ist dann eben für die Heckzapfwelle verantwortlich. So, das passt einigermaßen. Ja, ungefähr 27 mm. Ich denke mal, das muss ich sowieso alles noch mal irgendwo ein bisschen finden und nochmal nachgestellt werden. Aber es geht ja jetzt erstmal darum, laut Werkstatthandbuch die Grundeinstellung hinzukriegen. So, Fahrkupplung soll einen Gesamtweg von 99 mm haben. Ja, ich lege mir den jetzt hier mal so drüber und markiere mir mal so einen Bereich von wo bis wo. Und dann eben 28 mm Totgang. Also es ist jetzt sehr stramm. Also ich habe keinen Totgang. Wie gesagt, alles erstmal so zusammengesteckt, wie es war. Ja, genau. Ich mache mal Versuchsaufbau und dann sehen wir gleich weiter. So, ich habe es jetzt ganz einfach gemacht. Ich habe mir hier vorne, ich habe den jetzt einfach hier drüber gelegt. Habe mir meine 30 als Kante genommen. Und an der gleichen Kante habe ich dann über den Gesamtweg die 21. Also sind wir schon mal bei 90 mm. So, ein bisschen müssen wir noch haben. Und das stellen wir hier unten über diese Anschlagschraube ein. Also lassen wir das Pedal noch ein bisschen zurückkommen. Also diese Schraube hier. Lassen wir das Pedal noch ein ganz kleines bisschen zurückkommen. Und dann stellen wir uns den Totgang ein über dieses Schloss. So, 30. Knapp 20. Also den Weg haben wir schon mal. Jetzt geht es um die 28 mm Totgang. Da sagen wir mal 3 cm ganz grob. 1, 2, ja, ein bisschen. Ich würde schon fast sagen, das ist gut. Also ich ziehe jetzt mal. Ich habe zwar jetzt, ich habe es hier hinten an dem Schloss jetzt erstmal gemacht. Und das werde ich jetzt erstmal so festziehen. 1, 2, ja, ganz grob 3, ja, 25. Also da sieht man schon, dass sich minimalste Bewegungen in irgendeine Richtung auswirken können. Ne? Also ich habe jetzt nur die hintere Schraube festgezogen und schon hatte ich 3 bis 5 mm Versatz drin. Jetzt wollen wir nochmal gucken, was das jetzt ausgemacht hat. 1, 2, ja, 25. Also genauer ist es wahrscheinlich da vorne, aber ich werde es erstmal hier hinten ausprobieren und dann schauen wir mal. So, das passt soweit, würde ich sagen. 30, 29, 28 und jetzt so in dem Bereich ungefähr habe ich dann meinen Druckpunkt. Auf den Zettel, den kann man sich jetzt mal ganz gut, glaube ich, mal abfotografieren. So. Dann habe ich zwischendurch vorhin
noch einen Absteller konstruiert. Der war mir ja beim Auseinanderbauen auseinandergefallen. Den habe ich jetzt noch nicht lackiert. Also ich mache da nachher einfach prophylaktischen, provisorischen Splint durch, dass mir da nichts abhaut. Und hier vorne drehe ich mir einfach eine Mutter mit Unterlegscheibe erstmal drüber, bis ich einen Knopf dafür habe. Und dann werde ich mich mal an die Anlasserkabelgeschichte begeben. Vielleicht zwischendurch nochmal eben Kaffee machen. Jo. So, Vorbereitung laufen. Nachher für den Startversuch darf man natürlich nicht vergessen, hier die Tüte abzumachen. Also, ich habe schon mal das Klemme 30 Kabel, das dicke Pluskabel, an den Anlasser angebracht. Klemme 50, also Startfreigabe, das ist da hinten irgendwo dahinter. So eine kleine Schraube, da muss ich gleich nochmal dran. Das Pluskabel habe ich sicherheitshalber durch einen alten Hydraulikschlauch gezogen oder durch ein Reststück. Da war vorher auch so ein Gartenschlauch drumherum. Aber der Gartenschlauch ist doof, Hydraulikschlauch ist gut. Da sieht man es, glaube ich, ganz gut. Ja, da passiert nichts. Ich habe jetzt alles ein bisschen länger gelassen als nötig. Wegen Verlegungen und Einkürzen und. So, dann ist mir noch 7 Teils eingefallen. Ohne Masse können wir gar nichts machen. Also habe ich mir mal eben schnell so einen Massepunkt hier an der Kupplungsglocke oder Motorblock rausgesucht. Da sind ja noch genug Gewinde frei gewesen, von daher ist da, glaube ich, eine ganz gute Stelle. Ne? Masse hier drauf, Minus. So, ich bereite mir jetzt schon mal was vor. Und zwar, es gibt ja geteilte Meinungen mit der Lichtmaschine. Soll man die Lichtmaschine mitlaufen lassen oder nicht? Also grundsätzlich bin ich der Meinung, man könnte sie mitlaufen lassen, weil kein Erregerstrom kommt. Auf der anderen Seite will man natürlich auch wissen, funktioniert die, ne? Lädt die überhaupt? Und deshalb baue ich mir jetzt so einen kleinen Ladestromkreis. Also ich bin hier oben auf B+, Batterie Plus, das ist die Ladeseite. Da gehe ich direkt mit auf den Batterie Plus Pol. Darunter befindet sich D+, Dora. Und Dora sagt, Ladeleitung, ne? Und da gehe ich direkt mit auf Klemme 15, also geschaltetes Plus. So, und jetzt kann man mal hier gucken. Ich gucke jetzt mal eben ins Tabellenbuch hier rein. Hier ist mein Generator. Der sagt mir an D+, einmal die Ladekontrollleuchte für die Erregungsspannung. Geht an 15, soweit klar. Zündschloss habe ich da liegen. B+, geht auf die 30, auf Batterie Plus, haben wir auch. B-, könnten wir noch an die Masse machen. Ja, und W, das ist im Grunde Drehzahlsignal, das brauchen wir nicht. Wir können mal eben schnell hier gucken. Der 60er hat nämlich die gleiche Lichtmaschine drin. Und ja, hier ist B- hier unten. Und Moment, mal gucken, nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ja, B- ist nicht angeschlossen, holt sich also Masse über Gehäuse, funktioniert. Machen wir dann genauso. So, also ich muss jetzt da so 1, 2, 3 Strippen da machen. Und dann sieht das alles ein bisschen lustig aus. Dann gucke ich nochmal Öl. Öl hat er. Ich werde nochmal meine Öldruckanzeige anschließen. Neuen Öldruckschalter habe ich schon liegen. Aber wir wollen ja erstmal gucken, wie verhält sich unser Öldruck. Ja, und dann werde ich den ganzen mal auf Böcke setzen. Dass der mir nicht einfach so losfährt. Dass wir den einmal im Stehen schalten können. Und dann sehen wir gleich weiter. So, hier steht er auf Füße.
Vorne steht er auf Füße. So, dann wollen wir mal gucken, was dann so passiert. Wenigstens mal ein bisschen anziehen, ne? 13. So. Jo, wollen wir mal gucken. Ich werde, glaube ich, ja, den Stoppzug vielleicht erst einmal noch gezogen haben, dass sich ein bisschen das Öl verteilt. Hier habe ich mir mein Armaturenbrett gebaut. Ja, ist eben provisorisch, ist jetzt nur für einen schönen Moment. Ladekontrollleuchte. So, die funktioniert schon mal. Und ja, ich orgel den jetzt mal eben kurz einmal durch, da brauche ich zwei Hände für. Und dann schalte ich gleich wieder ein. So, georgelt hat er schon mal. Dann kommt jetzt mal hier in meine Brusttasche und dann gucken wir mal, was jetzt hier live passiert, ne? Achso, ist mit Anlasssperre. So, also wir haben jetzt noch ein bisschen Problem mit Luft wahrscheinlich. Kraftstofffahren ist ja auf. Ja. Ja, könnte sein, dass wir den nochmal eben lüften müssen, aber er will auf jeden Fall schon. Und ich glaube, dass sie. Ich habe hier nur eine 1,2 Watt Birne reingepackt. Ich glaube, ich brauche 2 Watt. Schauen wir mal. So, selbstverständlich springt er auch an. Ladekontrollleuchte ist aus. Ölrohr haben wir auch. Zapfwelle hat so ein bisschen Geräusche gemacht gerade. Ja, müssen wir mal gucken, wo das herkommt. Wir befinden uns jetzt wahrscheinlich in der Zugkraftregelung. So. Luft in der Leitung. Wie gesagt, das war ja alles noch mal wieder offen. Normalerweise wird ja erst die Lenkung betätigt. So, jetzt können wir uns mal eben Spaß erlauben. Einmal Ladestrom messen. Oder Ladespannung vielmehr. Optimal.
Ja. Und dann werde ich den gleich mal wieder ausmachen, weil das hier natürlich ziemlich reinräuchert. Aber wir werden sehen. Jo, einmal die Tür aufgemacht zum Lüften. Ja. Woher dieses Geräusch von der Frontzapfwelle kommt, kann ich tatsächlich nicht sagen. Ich kann es nur erahnen. Das hört sich an, wie als ob das Ausrücklager irgendwie arbeitet. Also das ist ja nur so kippelnd, quasi aufgehängt, freitragend. Wenn ich ein bisschen Gas gebe, ist das Geräusch ja weg. Also als ob das da so ein bisschen mehr oder weniger im unbetätigten, eingeschalteten Zustand, also quasi wenn die Zapfwelle eingeschaltet ist, dass da irgendwie Vibrationen sind und dass das schlägt. Wenn ich nämlich, so habe ich keinerlei Geräusche. Und so habe ich jetzt auch nur das Schleifen von der Kupplungsscheibe so ein bisschen. Ja, das muss ich alles erstmal finden. Also ich lasse das so laufen. Erstmal. Da fange ich jetzt nicht an, panisch da irgendwas wieder zurückzubauen. Wie gesagt, das Getriebe hatte ich ja komplett auseinander. Das hat sich ja von Hand alles durchdrehen lassen. Da war nichts, wo irgendwie irgendwas geschlagen hat oder so. Könnte jetzt höchstens sein, dass ich die Zwischenwelle nochmal einstellen muss. Aber gut, so viel dazu. Ja, Ladekontrollleuchte quasi als Zündungsindikator ist an. Schlepper springt an, Kontrollleuchte geht aus. So, das sieht natürlich alles ein bisschen wild aus hier, aber ja, ist es ja auch. Für so einen kleinen Probelauf war das jetzt mal ganz gut. Also, da ist nirgendwo irgendwie Öl rausgespritzt, wie Sau. Und dann kann man die Tage mal vielleicht sich mal ein bisschen mehr trauen. Also, dann werde ich mir mal so ein. Ja, ich habe da ja noch so ein bisschen Holz. Dann werde ich mir mal hier so einen Sitz bauen. Und dann machen wir mal zusammen Trockenübungen. Und nach den Trockenübungen geht es dann an diese trockenen Übungen hier. Also das war mir jetzt gerade erstmal ein bisschen wichtiger, den mal wieder ein bisschen laufen zu haben. Dass da mal wieder Öl hinkommt, wo es hingehört. Und jo, an der Stelle dann auch mal wieder recht herzlichen Dank fürs Zusehen. Ich würde schon mal sagen, guten Rutsch ins neue Jahr an der Stelle. Würde mich weiter über Abonnenten freuen. Wie gesagt, Abo kostet nichts. Über die Geschichte mit den Kanalmitgliedschaften, da überlege ich immer noch, wie ich das am besten ausbaue am Ende. Überraschenderweise haben sich doch tatsächlich 4 Leute dazu bereit erklärt, das irgendwie mitzumachen. Ja, wird dann wahrscheinlich im nächsten Jahr irgendwie mal dazu kommen. Wenn da einer Bock drauf hat, kann sich da gerne nochmal irgendwie melden. Oder an dieser Umfrage im Community-Tab gerne nochmal einfach mal Ja ankreuzen oder Nein entsprechend. Ja. Und dann sehen wir weiter, wie das dann am Ende aussieht. Also von YouTube wird ja vorgeschlagen, dass dann die Kanalmitglieder die Videos einen Tag eher zum Beispiel sehen, dass dann die Kommentare bevorzugt beantwortet werden. Das schlagen die von YouTube vor. Ja. Also meine Theorie wäre jetzt, ich würde die Videos dann eben für die Mitglieder früher veröffentlichen und vielleicht auch mal Sondervideos machen. Das ist jetzt so meine Vorstellung von dem Ganzen. Jo. Aber da sehen wir mal, wie es dann weitergeht. Also, gerne abonnieren, dass wir mal irgendwann die 1000 Abonnenten vollkriegen. Und ja, guten Rutsch.